Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir sind heute in den Messehallen am Gleisdreieck und entführen Sie in grüne Traumwelten. Regionale Landschafts- und Gartenbauer präsentieren hier bis Sonntag wahre Gartenträume. Und das dieses Jahr auch zu passenden Außentemperaturen, denn während im letzten Jahr zu dieser Zeit hier noch hohe Schneeberge lagen, erwartet uns auch morgen wieder ein toller Frühlingstag. Also kommen Sie mit auf die Ideenreise für einen traumhaften Garten. Frau Keuper, was ist alles los hier? Was haben Sie dieses Jahr Besonderes zu bieten? Es gibt wieder verschiedene Showgärten, wo die Garten- und Landschaftsbauer zeigen, was so alles zu machen ist im Garten. Das gibt es natürlich. Daneben gibt es schöne Innovationen zu finden. So gibt es eine Grill, die in 4 Minuten losgrillen kann. Es gibt schöne Pflanzen, Gartendekoration. Eigentlich alles, was man braucht, die Garten schön einrichten zu können. Und wie viele Aussteller sind hier vor Ort? Da sind in diesem Jahr 100 Aussteller da. Das ist ja schon mal enorm. Ist es eigentlich so, dass ich einen grünen Daumen brauche, so heißt es ja, wenn man besonders talentiert ist im Garten, in der Gartenpflege, um hier meine Freude zu haben? Oder kriege ich auch von Ihnen Anregungen, wenn das für mich noch relatives Neuland ist? Ja, würde ich schon sagen, weil ich habe keine grüne Daumen, aber schwarze Daumen. Und auch hier finde ich wohl etwas für mich. So gibt es zum Beispiel eine bepflanzte Wand, die auch angibt, wenn das Wasser zu wenig ist, so auch wenn jemand so als ich vergesst, den Pflanze zu bewassern, dann wird das abgeleuchtet und dann sieht man schon, ah, okay, muss bewassert werden. So auch für den Anfänger, aber auch für die Besucher, die schon auf Garten orientiert ist, ist schon etwas zu finden hier. Bekomme ich hier auch individuelle Tipps? Also wenn ich ganz bestimmtes wissen möchte für meinen individuellen Garten? Ja, auf jeden Fall. Wir haben verschiedene Aussteller dabei, die auch Gartenberatung machen. Daneben haben wir jemanden mit Pflanzen dabei, die auch gerne berät. Wir haben einen Blumenzwiebelspezialisten, die ihn auch gerne erzählt und erklärt, okay, mein Amaryllis ist nicht hochgekommen letzten Mal. Was habe ich falsch gemacht? Wie mache ich das besser? Zu viel Wasser, zu wenig Wasser? Da sind die alle für die Besucher da. Warum ist Ihnen das wichtig, hier vor allem regionalen Bauern die Möglichkeiten zu geben, auszustellen? Weil die Messe, die gehört hier zur Berliner Region und dann gehören auch die lokale und regionale Aussteller dazu. Muss einfach so sein. Wie ist denn die Resonanz bei Ihnen? Also müssen Sie richtig Werbung machen oder kommen die schon auf Sie zu und sagen, ja, also Ihre Messe ist genau der richtige Standort für uns? Wir machen das jetzt für das zweite Jahr erst hier in Berlin. Und hier müssen wir uns noch beweisen, müssen wir noch erklären an den Aussteller, ja, die Besucher freuen sich richtig, die Gartenträume zu besuchen. In andere Orte, wo wir auch Gartenträume veranstalten, ja, da ist das schon bekannt und da sind die Aussteller einfach gerne dabei. Frau Keuper, jetzt haben wir so viel geredet, was es ja alles zu sehen ist. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an, liebe Zuschauer. Also kommen Sie mit uns. Unser erster Stopp ist hier auf der Azubi-Baustelle. Herr Mingram, eine Azubi-Baustelle bei einer Gartenmesse ist ja wirklich was Besonderes. Was kann man hier entdecken? Was erfährt man hier? Also hier erfährt man Informationen über die Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Und hier sind aus verschiedenen Firmen, die Mitglied im Fachverband Garten-Landschaftsbau sind, Auszubildende, die jeden Tag hier ein kleines Spektrum ihres Könnens zeigen. Wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Also was muss ich mitbringen für Schulabschlüsse? Wie läuft da Ihre Auswahl? Also wichtig ist auf jeden Fall handwerkliches Geschick und dass man gerne im Freien arbeitet, weil wir sind halt immer draußen als Landschaftsgärtner. Und unsere Betriebe legen Wert auf einen guten 10. Klasse-Abschluss. Und da sind vor allem die naturwissenschaftlichen Fächer von Bedeutung. Und was gehört jetzt alles zur Ausbildung dazu? Also die Ausbildung ist sehr umfassend. Die müssen zum Beispiel botanische Namen lernen, wie man Wege anlegt, die Pflasterarbeiten gehören dazu, Teichbau, Dachbegrünung, Bau von Terrassen, Plätzen, Spielplätze, Sportplatzbau. Also es ist eine sehr breit gefächerte Ausbildung und man muss auf jeden Fall halt mit Natur umgehen können und aber auch mit verschiedenen technischen Materialien und auch mit Maschinen und Geräten. Und der spätere Einsatzbereich ist dann mehr die öffentliche Hand, also für Parks die Pflege oder gibt es das auch auf dem privaten Sektor? Also es ist in erster Linie die Neuanlage von Gärten und Parks, aber unsere Auftraggeber sind zwar gut zur Hälfte Privatleute, aber auch die öffentliche Hand. Also das hängt von dem Betrieb ab, je nach Betriebsgröße. Manche arbeiten halt fast nur im Privatgartenbereich und manche größeren Betriebe mehr für die öffentliche Hand. Und wie sieht das so bei Ihnen aus? Man hört es ja aus allen anderen Branchen, dass es schwierig ist, Azubis zu bekommen. Was ist da bei Ihrer Branche zu beobachten?
Also das ist bei uns natürlich auch so, dass es nicht einfach ist, Jugendliche für den Beruf zu begeistern, weil es ist natürlich auch mal anstrengend, es ist auch mal kalt oder nass draußen. Aber wir haben es geschafft, die Zahlen der betrieblichen Auszubildenden relativ konstant zu halten in den letzten Jahren. Die Betriebe würden aber gern mehr ausbilden, wenn wir halt bessere und geeignetere Bewerber bekommen würden. Nun sehen wir ja ganz konkret, was die beiden jungen Herren da machen. Vielleicht können Sie mal kurz den Zuschauern erklären, was dort genau angefertigt wird. Ja, also die bauen hier so einen kleinen Ausschnitt aus von einer Terrasse mit einer angrenzenden Pflasterung. Und der Azubi hier rechts im Bild, der pflastert halt unser Signum, also das Zeichen, diese Welle mit dem Baum. Und was muss man da beachten, wenn man das macht? Also wo sind da Schwierigkeiten? Also die arbeiten jetzt hier mit einem Natursteinmaterial und die Schwierigkeiten dabei sind eigentlich, das Fugenmaß genau einzuhalten und auch die Höhen, also dass nachher keine Pfützen sich bilden, sondern dass man das halt entsprechend ebenmäßig verlegt. Die Fugen sind dann auch immer später das Problem der Pflege, richtig? Also da kommt ja oft Gras durch oder Unkraut. Was macht man da eigentlich dann am besten? Also da gibt es auch verschiedene Materialien, gebundene Fugen, wo man also das Ganze halt mit Epoxidharz oder ähnlichen Materialien vergießen kann, dass dort nichts mehr durchwächst. Aber manche mögen das ja auch, wenn zum Beispiel Moos dann sich ansiedelt. Das muss ja nicht unbedingt schlecht aussehen. Ist das ein Vorteil, wenn man Naturstein verwendet oder ist das alleine eine ästhetische Frage? Also erstmal ist es eine ästhetische Frage und natürlich ist es auch eine Kostenfrage. Naturstein ist teurer in der Regel, aber hält auch wesentlich länger als ein Betonstein, weil der friert halt nicht kaputt. Also im Zweifel überlebt ein Natursteinweg auf jeden Fall. Gibt es dann auch noch andere Bereiche, die demonstriert werden jetzt im Laufe der nächsten 2 Tage von den Azubis? Also eigentlich überwiegend Pflasterarbeiten, weil sich das hier sehr gut macht auf so einer kleinen Übungsbaustelle. Und wir werden auch versuchen, ein bisschen mit Holz zu arbeiten, dass man also einen kleinen Terrassenausschnitt hier auch mal bauen kann. Wir sind jetzt bei einem Highlight der Gartenmesse, nämlich bei Sandro Moritz. Sandro, Sie sind Steinmetz und zwar ein ganz besonderer. Ja, ich durfte 1,5 Jahre in Japan lernen, habe dort eine Ausbildung gemacht als japanischer Steinlaternenmeister und habe diese Handwerkstechnik heute hier und führe die mit vor. Gut, also bevor wir jetzt auf diese Technik mal näher zu sprechen kommen, würde ich natürlich gerne wissen, was verschlägt Sie nach Japan? Wie kamen Sie darauf, dahin zu gehen? Also es war ein sehr großer Zufall, dass ich nach Japan gekommen bin. Und zwar, ich habe nach meiner Ausbildung eine Stelle gesucht, wo ich ins Ausland gehen kann und mich weiterbilden. Und mein damaliger Chef hat einfach einen kleinen Zeitungsartikel gefunden, wo Stipendiaten nach Japan gesucht wurden. Ich habe geschaut, was man in Japan machen kann, habe diese Steinlaternen dort gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Und habe mich damit beworben und es hat funktioniert. Also. Und wie lief das dann ab? Erzählen Sie mal, was haben Sie da erlebt? Also ich durfte erst mal 3 Wochen die Sprache lernen. Danach habe ich gedacht, oh Gott, so eine Sprache lernt man nie. Ich kam in das Land an und habe mich sehr schnell mit der Kultur anfreunden können und auch die Sprache sehr schön lernen können und wurde sehr warm und sehr herzlich dort aufgenommen in Japan. Also. Was unterscheidet jetzt japanische Steinmetzkunst von europäischer? Also erstmal die Skulpturen, sage ich mal, sind grundsätzlich anders. Also in Deutschland werden sehr viele Bauwerke mehr gebaut. In Japan geht es mehr halt zu diesen Steinlaternen oder diesen Schmuckelementen für japanische Gärten oder Tempel. Und dann ein paar Handwerkstechniken sind ein bisschen anders. Also in Deutschland wird sehr viel Hammer und Meißel genommen. In Japan wird dann mehr ein Einspitz. Also was ich jetzt auch hier mit zu stehen habe, die Werkzeuge sind direkt aus Japan. Und das sind die groben Unterschiede. Also. Und ist das da ja auch eine uralte Tradition? Haben Sie das in dieser Ausbildung auch gespürt? Ja, also Steinmetzhandwerk ist mit eins der ältesten Handwerke, die es überhaupt gibt. Und also in Europa seit dem Mittelalter sehr bekannt, in Japan auch schon. Also die Steinlaternen werden seit über 1800 Jahren dort hergestellt. Also es ist eine sehr alte Tradition, die man auch lebt. Mit was für einem Material arbeiten Sie? Also das Material, was ich hier für die Laternen habe, das hole ich mir extra aus Japan. Das ist ein japanischer Tuff, das ist Vulkanasche, die sich dort abgelagert hatte. Und was ist an diesem Material so besonders? Also es bemoost sehr schnell und dadurch haben die Laternen ganz schnell einen Anschein, als wenn sie eine antike Laterne im Garten stehen haben und hat einfach eine ganz tolle Ausstrahlung, also wie man das auch im Hintergrund mit dem Wasserrad sieht zum Beispiel. Und was für Motive haben Sie hauptsächlich? Also jetzt, was ich hier haue, das wird jetzt ein Lichtkasten für eine Steinlaterne, wo man eine Kerze reinsetzen kann. Und die Motive unterscheiden sich sehr. Also es gibt mal ein bisschen Bambus, mal kommt wieder ein Hirsch mit rein, dann Sonne und Mond. Also es sind so diese klassischen Symbole, die bei Steinlaternen verwendet werden. Muss man eigentlich auch körperlich fit sein für diese Arbeit? Denn es ist ja schon körperliche Arbeit auch. Schon körperliche Arbeit und man sollte schon fit sein. Also es ist schon manchmal auch ein bisschen anstrengend. Also man muss jetzt nicht ein extrem breites Kreuz haben, aber viel ist auch die Technik, die man da zu lernen muss. Also man muss jetzt nicht ganz schmal sein, aber man sollte schon fit sein. Ja.
Herr Moritz, Sie haben mir jetzt erzählt, dass Sie quasi Ihre Visitenkarte hier auch stehen haben, aus Stein gehauen. Vielleicht können Sie die mal erklären. Ja, genau, da ist mein Name reingehauen, der Vorname Sandro und auf der Seite Moritz. Die beiden Anfangsbuchstaben habe ich verbunden miteinander. Das ist eine altdeutsche Schrift. Und unten ist noch mein Steinmetzzeichen zu sehen. Das bekommt man nach der Ausbildung, kommt man das richtig verliehen. Also. Und Steinmetzzeichen gibt es schon seit dem Mittelalter und wurden verwendet, dass man halt die Stücke, die der Steinmetz gehauen hat, wirklich identifizieren konnte. Also die Steinmetzzeichen gibt es nicht doppelt. Und eben dann wiedererkennen kann. Das ist so die Kunst von dem Steinmetz. Sieht man auch an alten Kirchen und Domen. Also wenn Sie in Berlin zum Dom gehen, da werden Sie bestimmt auch Steinmetzzeichen finden. Gut, Sie sprechen schon das Thema meiner nächsten Frage an. Früher war klar, wo man Steinmetze eingesetzt hat. Was ist Ihr Bereich heutzutage? Also wer bucht Sie? Also heutzutage, was wir viel machen, ist Zuarbeiten für den Gartenlandschaftsbaubereich. Also sei es einfache Zuschnitte bis hin zu Entwürfen oder auch mal was Skulpturales oder auch Restaurationen. Sehr großes Thema heutzutage durch die Umweltverschmutzung. Die alten Fassaden verwittern, die müssen erneuert werden. Das ist so eins der Hauptthemen, die wir haben. Wir sind auf der Gartenträume-Messe am Gleisdreieck, liebe Zuschauer. Was alles Gartenträume wahr werden lässt und aktuelle Innovationen gibt's gleich. Also bleiben Sie bei uns.